Standen von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang er den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Seine Feinde zerstieben und ihn hassen, fliehen vor seinem Angesicht. Christ ist erstanden von den Toten, bis an den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Ihr Rauch verweht, so verwehen sie, wie Wachs vor dem Feuer zerfließt. Christ ist erstanden von den Toten, bis an den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. So vergeht vor Gott die doch die Gerechten sind froh. Christ ist erstanden von den Toten bis an den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, lasst uns jubeln und seiner uns freuen. Christ ist erstanden von den Toten bis an den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Christ ist erstanden von den Toten bis an den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Christ ist erstanden von den Toten bis an den Tod und schenkte den Entschlafenen das Leben. Liebe Schwestern und Brüder, noch einmal. Noch einmal. So sagen Kinder, wenn sie von etwas begeistert sind. Ich habe Ihnen heute ein Buch mitgebracht und dieses Buch besitze ich schon mindestens 48 Jahre. Denn es ist ein Buch, was ich als Kind geschenkt bekommen habe von meinen Großeltern, die mir daraus vorgelesen haben. Und eine Geschichte aus diesem Buch, es heißt übrigens Das alte Haus, und eine Geschichte heißt Das Märchen von der Großmutter Brille. Und dieses Märchen hat man mir als Kind sicherlich zigmal vorgelesen. Noch einmal, ich will es noch einmal hören. So sagen uns die Kinder, oder ein guter Witz, den will ich noch einmal hören. Oder einen guten Film, einen Klassiker, den möchte ich noch einmal sehen. Es gibt ja gewisse Filme, die zu gewissen Zeiten immer wieder laufen. Dinner for One, jedes Jahr am Silvesterabend. Sissi, jedes Jahr Weihnachten. Für manche gehört es dazu. Noch einmal, das sagen die Kinder, das sagen auch die Erwachsenen. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern nach wie vor Ostern. Denn wir feiern Ostern ja 50 Tage und besonders an den Sonntagen. Und an diesem Sonntag beginnt das Evangelium, das dem Johannesevangelium, dem 21. Kapitel entnommen ist, mit dem Wort noch einmal. Jesus offenbarte sich den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias,
also am See Genezareth, und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, also Johannes und sein Bruder, die waren zusammen, und Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Die anderen sagten: Wir kommen auch mit. Aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Liebe Schwestern und Brüder, wir kennen dieses Evangelium von der erfolglosen Fischnacht. Petrus hatte schon einmal so eine Nacht und lernte damals Jesus kennen, und er bescherte ihm den großen Fischfang. Meine Schwestern und Brüder, noch einmal tut Jesus das für Petrus. Wir wissen, wie das Evangelium weitergeht. Jesus hat die Jünger nach Galiläa gesandt. Sie waren in Jerusalem, das ist im Süden, in Judäa. Dort haben sie die Kreuzigung und die Auferstehungserfahrungen erlebt. Und sie wurden nach Galiläa geschickt, in ihre Heimat zurück. Aber was tun sie da mit diesen Erfahrungen, die sie hatten mit dem Auferstandenen, die Begegnungen mit ihm am Osterabend, die Einsetzung des Bußsakramentes, die Geschichte mit Thomas von letztem Sonntag? Was tun sie damit? Sie können eigentlich damit gar nichts tun. Sie haben das erlebt und wissen nicht so recht, was sie damit anfangen sollen. Also was tun sie? Sie gehen wieder fischen. Wie vorher. Wie vor der Zeit, als sie Jesus kennenlernten, gehen sie wieder fischen. Und sie fangen wieder einmal, wie früher, nichts. Gar nichts. Und am Morgen, nach dieser erfolglosen Nacht, steht Jesus am Ufer. Und die Jünger wissen aber nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr etwas zu essen? Es ist interessant, dass Jesus in bestimmten Momenten immer davon redet: Mich dürstet, ich habe Durst, habt ihr etwas zu essen für mich? Jesus kommt nicht als der große Meister, der alles Mögliche anbietet, sondern er bittet um Essen. Er bittet um Trinken, wie bei der Samariterin. Das hatten wir vor ein paar Wochen. Oder am Kreuz: Mich dürstet. Er sagt das auch zu dir: Ich habe Hunger, ich habe Durst. Die heilige Mutter Teresa, die Älteren von uns oder die schon gut Erwachsenen kennen sie noch als Zeitgenossin. Sie hat in ihrer Kapelle immer wieder ein Kreuz aufgehängt, so wie das hier in unserem Pfarrsaal ist. Sie hat den Tabernakel daneben gehabt, den haben wir hier nicht. Aber sie hat unter das Kreuz die Worte geschrieben oder schreiben lassen: Mich dürstet. Jesus kommt als der Bedürftige und er bittet dich, ihm zu trinken zu geben. Was ist der Trunk, den er von dir möchte? Dein Glaube, dein Vertrauen, deine Liebe. Das Geschenk für ihn, das Größte, ist, wenn er dich erlösen und beschenken kann und du ihm das erlaubst. Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Die Antwort ist ganz knapp: Nein. Und dann sagt er: Werf das Netz noch einmal aus. Und Petrus geht. Vielleicht klickt es schon ein bisschen bei ihm. Er mag sich erinnern an das erste Mal, wo das genauso war, aber er erkennt diesen Jesus, diesen auferstandenen Jesus nicht so recht. Und dann haben sie einen großen Fischfang. Und es ist interessant. Johannes, der sogenannte Lieblingsjünger,
der eine sehr persönliche Beziehung zu Jesus hat, der Jesus, ich möchte sagen, inhaliert hat, der wirklich vielleicht menschlich gesehen der beste Freund von Jesus ist. Er sagt dem Petrus, der aber die Power des Petrusamtes schon hat, ja, der schon der Leiter ist, dieser Johannes, der noch gar kein Amt hat, außer die Vollmachten, die Jesus allen Aposteln gegeben hat, er sagt dem Petrus, es ist der Herr. Und als Petrus hört, dass es der Herr ist, gürtet er sich das Obergewand um, heißt es hier in diesem Text, weil er nackt ist und er springt in den See. Ein eigenartiges Verhalten, oder? Wenn wir in einen See springen, ziehen wir eigentlich das Gewand aus. Er zieht es an. Was soll das heißen? Petrus war zurückgekehrt dort, wo er vorher war. Das heißt, er war wieder dort, wo er sich eher mit dem Adam identifiziert hat. Dem Adam, der noch unerlöst ist. Er hat Jesus zwar als den Auferstandenen gesehen, aber er ist irgendwie wieder in seinem Alltag und in seiner Zeit vor Jesus, bevor er ihn kennengelernt hat. Und nun hört er von Johannes, es ist der Herr. Und er zieht sich das Gewand an, das heißt seine Würde, und er springt in den See. Warum springt er in den See? Ich ahne nur warum, weil er ganz schnell zu Jesus schwimmen möchte. Er merkt, es ist der Herr und er möchte ganz schnell bei Jesus sein. Das Boot ist ihm viel zu langsam. Er möchte keine Zeit verlieren, denn wenn es der Herr ist, dann muss er ganz schnell hin. Jesus hat schon ein Mahl bereitet und er sagt, bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Sie zogen das Boot an Land, es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Dafür gibt es zwei Deutungen. Die eine Deutung ist schlichtweg, dass sie die Fische einfach gezählt haben und weil es ein so prägnantes Erlebnis war, deswegen wissen sie noch die Anzahl. Das andere ist, dass zur Zeit der Abfassung dieses Evangeliums, wo der Johannes als alter Mann das aufschreibt, ungefähr um das Jahr 90-100 herum nach Christus, dass es dort 153 Gemeinden, christliche Gemeinden gegeben hat. Das sind eben die exegetischen Hypothesen, die wir haben, aber eine gute Idee, würde ich sagen. Es war schon das dritte Mal, dass Jesus sich offenbarte, wird hier gesagt. Ein Wort zum Schluss. Der Petrus ist eigentlich ein gestandener Fischer. In diesem Geschäft kennt er sich aus. Er ist auch deutlich ein erwachsener Mann, der in Bethsaida am See Genezareth aufgewachsen ist und nach Kapernaum geheiratet hat. Alles war immer nur Fischereialltag. Und normalerweise hat man am Morgen, wenn es hell wurde, nicht mehr gefischt. Aber Jesus hat es geschafft, durch seine Ausstrahlung, dadurch, dass er den Petrus beeindruckt hat, dass er, der sich absolut auskennt, wie man fischt und wie man nicht fischt, etwas getan hat, was gegen jede Fischereiregel war. Wenn Jesus in dein Leben tritt, kann es sein, dass er dich einlädt, den Hausverstand, das Gewohnte, das, was du kannst oder glaubst zu können, in Frage zu stellen und dass er mit etwas ganz Neuem kommt. Auch mit dieser Erfahrung des Auferstandenen konnten sie nicht so recht etwas anfangen. Aber es ging dann alles in eine Aktivität der Verkündigung und
dann macht es auf einmal Klick. Wann? Nach Pfingsten. Wir sind auf dem Weg auf das Pfingstfest hin, aber es hat noch Zeit. Und bis Pfingsten werden wir immer wieder österliche Geschichten hören und Ostern feiern. Und ich freue mich, dass wir in circa 14 Tagen bis 3 Wochen wieder anfangen, miteinander Gottesdienst feiern zu können, Eucharistie feiern zu können. Bitten wir den Herrn, dass er uns die richtige Weise gibt, wieder auch das kirchliche Leben gut hochzufahren, dass die Politiker und die Bischöfe gute Entscheidungen treffen und dass wieder uns die Eucharistie möglich ist, miteinander zu feiern. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten 3. Sonntag der österlichen Zeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Er schenke euch österliche Freude. Er lasse euch in eurem Leben und in eurem Alltag dem Auferstandenen begegnen, der euch über das Gewohnte hinausführt und euch Frieden schenkt und Heil und Erbarmen. Er heile eure Angst, eure Traurigkeit und alle Wunden eures Lebens und er lasse euch österliche Menschen sein. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.